Im schweizerischen Lugano laufen die Sicherheitsvorkehrungen für die am Montag beginnende Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Mit Geberländern und Finanzinstitutionen geht es um die Koordinierung der künftigen Aufgaben. Dabei sind Vertreter aus rund 40 Ländern und etwa 20 internationalen Organisationen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Freitag, die EU-Mitgliedschaft der Ukraine sei in Reichweite. Your European path. Ihr Weg hin zu Europa und der Wiederaufbau des Landes werden Hand in Hand gehen. Die Ukraine wird hier vorangehen. Es wird umfangreiche Investitionen geben müssen. Doch um deren Wirkung zu maximieren und das Vertrauen der Unternehmen zu stärken, müssen die Investitionen mit einer neuen Welle von Reformen einhergehen. Bei der Konferenz am Luganer See will die ukrainische Regierung erstmals ihre Prioritäten für den Wiederaufbau des Landes vorstellen. Zum Auftakt soll Präsident Selenskyj per Video zugeschaltet werden.